und herzlich willkommen zurück hier auf dem HSMR E und MyStay in Düsseldorf im Maritim Hotel. Und jetzt sitze ich, wie im letzten Jahr auch wieder, zum Abschluss, total toll, mit dir, Anna Heuer, Geschäftsführerin der HSMR Deutschland e.V., der Veranstalter des HSMR E und MyStays. Anna, der Tag ist fast rum. Herzlichen Glückwunsch. Wie fühlst du dich? Vielen Dank. Jetzt fühle ich mich tatsächlich sehr entspannt. Mhm. Vorhin war ich dann doch noch sehr angespannt, aber als dann alles lief, fiel die Anspannung und jetzt fühle ich mich sehr gut. Ich lache, sehe viele Gesichter lachen und das freut mich und das macht mich glücklich, dass die alle so zufrieden sind. Ja, ist auf jeden Fall eine super Stimmung hier, macht großen Spaß. Und jetzt haben wir ein paar Fragen für dich. Und zwar, die HSMR hat über 1500 Mitglieder mittlerweile und in deinem täglichen Job, das wissen viele nicht, bist du ja im ständigen Dialog, ne, mit den Mitgliedern, die ja unterschiedliche Unternehmen repräsentieren, unterschiedliche Standorte, verschiedene Businesskonzepte haben. Hast du also einen wahnsinnig guten Einblick und da würden wir natürlich gerne wissen, da du jetzt so viele Hotels auch repräsentieren kannst, was beschäftigt denn eure Mitglieder aktuell am meisten? Im Grunde ist es so, dass wirklich die Probleme sind natürlich sehr divers. Ja. Es gibt aus unterschiedlichsten Bereichen, das hat sicherlich auch damit zu tun, was für ein Hotelier spricht da gerade. Weil kleine Hotels haben andere Herausforderungen als große. Aber ein Kernthema, was definitiv alle momentan beschäftigt, ist das Thema Personal. Mhm. Das Thema, was schon in den letzten Jahren ja deutlich an Relevanz gewonnen hat, wird immer brisanter, muss ich leider sagen. Denn der Fachkräftemangel oder der Kräftemangel an sich ist mittlerweile so groß, andere Branchen werben Hoteliers ab aufgrund der letzten Jahre oder der letzten anderthalb Jahre mit der Kurzarbeit, sind natürlich auch viele bereit zu gehen, die vielleicht früher nicht bereit waren zu gehen. Gerade gute Leute verlassen die Branche komplett und das tut tatsächlich richtig weh und das merkt man auch in vielen Bereichen, dass die Hotels einfach auch nicht mehr in der Form operativ agieren können. Ihnen fehlen wirklich die Hände und das ist wahnsinnig dramatisch in der Branche. Auf der anderen Seite steht natürlich das Thema Digitalisierung stark im Vordergrund. Also die Hoteliers beschäftigen sich sehr damit, was kann digitalisiert werden, was muss digitalisiert werden vielleicht auch oder was soll es auch nicht. Auf der einen Seite sicherlich Mittel zum Zweck, denn natürlich ein bisschen Automatisierung, Digitalisierung puffert den einen oder anderen Mitarbeiter vielleicht ab, der da fehlt. Es gibt aber auch Hoteliers, die sehen es komplett anders und sagen, ja, das Thema Digitalisierung ist für uns gefährlich. Wir sind ein People's Business, was kann da wirklich aufgefangen werden durch Systeme? Und ja, wir versuchen das durch unterschiedliche Projekte, zum Beispiel das Thema Remote Hotel, was wir aufgegriffen haben, so ein bisschen an den Mann oder an den Hotelier zu bringen. Und versuchen darzustellen, was eben wirklich für Möglichkeiten da sind. Das heißt nicht, dass jedes Hotel jetzt ein komplett automatisiertes Hotel sein muss, sondern dass sich eben gewisse Hoteliers gewisse Punkte in der Guest Journey raussuchen können, die sie eben dann digitalisieren oder automatisieren können. Okay, super spannend. Und du hast es angesprochen, jetzt in beiden Punkten eigentlich. Ne? Ist eine Veränderung in der Mitarbeiterdecke. Grundmasse hat sich verringert in vielen Hotels. Und wenn ich mir jetzt überlege, das HSMR-Team selbst, ist im Grunde sind es 2,5 Menschen, die da die ganze Arbeit schmeißen, wahnsinnig viele Projekte, ihr seid wahnsinnig divers aufgestellt, ihr habt über 6 Fachbereiche, die ihr bedient und nun ist es so, dass Verbandsarbeit ja zum großen Teil auf Ehrenarbeit beruht. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie funktioniert das aktuell? Hat sich da einiges verändert durch die Krise? Hat sich da was geändert in den Strukturen, wie ihr arbeitet miteinander? Ja, es hat sich vor allem insofern verändert. Ich glaube, die Menschen, die der Branche jetzt noch treu sind, die sind unheimlich motiviert und haben unheimlich viel Bock, nochmal was zu tun, was zu verändern. Und das haben wir auch in der Zeit gemerkt, als die Mitarbeiter in Kurzarbeit waren. Sie hatten einfach ein bisschen mehr Zeit für das Ehrenamt, was uns natürlich zugute kam. Jetzt gerade im Moment befinden wir uns ein bisschen in der Situation, dass natürlich alle Betriebe wieder angefahren werden. Es ist viel los in den Häusern. Dann nimmt es sich der ein oder andere natürlich raus, zu sagen, hey, ich muss einen Schritt zurücktreten, was auch absolut in Ordnung ist. Aber trotz alledem, ja, ich glaube, oder ich spüre, dass die Mitglieder Lust haben, sich an Projekten zu beteiligen, die sie als sinnvoll erachten. Nehmen wir wieder das Beispiel des Remote Hotels, wo wirklich Leute Bock haben, das einfach mal durchzuspielen, dieses Komplettszenario. Und das machen sie mit totaler Hingabe und das macht wahnsinnig viel Spaß, da mit den Hoteliers zusammenzuarbeiten. Super, klingt total toll und das ist eine super schöne Nachricht. Hoffentlich bleibt das so und wächst weiter so. Ja, absolut. Und für alle, die das interessiert, denke ich, ist hsmr.de die richtige Adresse und all eure anderen Kanäle. Absolut. Und auf jeden Fall beim nächsten HSMR E und MyStay dabei sein. Genau, der ist tatsächlich ja auch schon terminiert für nächstes Jahr. Wir sind nächstes Jahr im Mai, 11. und 12. Mai in München.
freuen uns total. Das wird der E-Day sein. Ja. Genau. Kleine Sneak Preview schon auf der Website. Mhm. Schaut es euch gern an. Genau. Und auch die anderen Events. Also auch das ist nach wie vor natürlich unser absolutes Steckenpferd. Und wir freuen uns, dass es auch hier wieder losgeht und wir viele, viele Leute live sehen und uns austauschen können zu den Herausforderungen, aber vor allem auch zu den Chancen der Branche. Super. Freuen wir uns drauf. Vielen Dank, Anna. Hat Spaß gemacht. Danke euch.